Ich dachte, ich habe es jetzt geschafft, ne? Also ich bin wirklich on top meiner Karriere und so jung. Und ja, ich habe es einfach geschafft. Und wie das Leben so spielt, lag ich ganz schnell mit der Bauchlandung am Boden. Ich möchte den Patienten behandeln und ich möchte nicht immer begründen müssen, warum ich den Patienten so behandle und nicht anders. Und da ist schon enormer Druck auf den Krankenhäusern und auf den Ärzten. Wer das verneint, glaube ich, ist nicht ehrlich. In diesen Bereichen verdient man natürlich gut Geld, das ist so. Das war auch die große Freude, aber der Job passte inhaltlich überhaupt nicht zu mir. Sie haben Erfolg, Geld, Einfluss. Einen Job, um den Sie viele beneiden. Doch dann wird der Traumberuf zum Albtraum. Chirurg Matthias Krüger. Er fragt sich, wie lange er den ständigen Stress und Druck noch aushält. Fotografin Isabella Wirth. Der Markt ist eingebrochen. Findet sie neue Perspektiven? Und Jürgen Rötig, Direktor an der Börse. Er will noch einmal ganz neu anfangen. In der Welt der Banken und Finanzgeschäfte war Jürgen Rötig eine große Nummer. Investmentbanker, Privatbankier, in führender Position bei der Börse. Von einem solchen Leben hatte er immer geträumt. Als Kind fand ich eine große Faszination, mit meiner Mama zur Sparkasse zu gehen und dem Kassierer zuzugucken. Denn der hatte das Geld und der konnte das zählen. Und das fand ich einfach nur riesig. Und das habe ich zu Hause dann nachgespielt. Habe also immer das Portemonnaie meiner Mama genommen und habe dann gezählt. Und habe gesagt, Mama, du hast 11,43 Mark im Portemonnaie. Und fand das toll. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet. Jürgen Rötig kommt aus einfachen Verhältnissen. Ein Ausbildungsplatz bei der Deutschen Bank, das ist für ihn damals eine große Sache. Und der Start in eine schnelle und steile Karriere als Investmentbanker. In Dortmund trifft er seine frühere Ausbildungsleiterin, denkt daran zurück, wie alles losging. Mit gerade mal 35 Jahren wird er Partner bei der Privatbank Metzler und Söhne. Alle Ziele scheinen erreicht, doch dann kommt es ganz anders. Wenn ich es zusammenfassen soll, war es so, dass wir eine 120-Mann-Gruppe aufgebaut haben, jeden Einzelnen eingestellt, zum Team geformt, Dynamik entwickelt, etwas richtig Erfolgreiches aufgebaut. Und dann brachen die Kapitalmärkte zusammen und alle 120 Leute mussten sich verabschieden, mussten sie rausschmeißen. Das war im Prinzip wie die eigene Familie umbringen müssen. Und das war für mich der Albtraum. Zum Schluss entlässt Rötig sich selbst. Als Investmentbanker kann und will er nicht mehr arbeiten. Das Schöne sehen, das Besondere, dafür hat Isabella Wirth ein Faible, schon von klein auf. Mit 16, 17, da habe ich mich so richtig ausgetestet vorm Spiegel mit Make-up und allem Möglichen und habe meinem Freund oder meinem Vater gebeten, mach doch mal ein Foto. Als Studentin fängt sie an, selbst zu fotografieren. Macht Experimente mit Licht und Schatten, setzt eine Kommilitonin in Szene. Und da wurde aus diesem normalen Mädchen tatsächlich eine ganz andere Person über diese Bildsprache. Und dieses Spiel der unbegrenzten kreativen Möglichkeiten, eine Person in einer völlig anderen, ungewohnten Perspektive wahrzunehmen und zu fotografieren, wie man sie im Alltag nicht kennt, das ist für mich ein ganz besonderer Reiz. Ein Ansatz, mit dem Isabella Wirth großen Erfolg hat. Ende der 80er Jahre ist sie die Erste, die Vorher-Nachher-Bilder inszeniert. Sie wird in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt. Viele Medien berichten über sie. Mit Mitte 20 ist sie ganz oben. Matthias Krüger ist Chirurg und Oberarzt. Menschen zu operieren, sie zu heilen, das war immer seine Vorstellung von einem Traumberuf. Und das ist das, weswegen ich Chirurg geworden bin, ja, um auch praktisch tätig zu sein. Nicht nur am Schreibtisch zu sitzen und irgendwas auszuwerten, sondern auch praktisch tätig zu sein. Und das ist das Interessante an diesem Beruf und auch letzten Endes das Spektakuläre. Doch nur operieren? Der Alltag von Chirurgen sieht anders aus. Nach jeder Operation muss Oberarzt Krüger dokumentieren, was er gemacht, welche Geräte er eingesetzt, welches Material er verwendet hat.
Ja, die Dokumentation ist eine Sache, die keiner gern macht, ne, weil wir eigentlich Chirurgen geworden sind, um zu operieren. Ne, das ist ja der Traumberuf und nicht zum Dokumentieren. Aber sie ist notwendig. Ohne den weiß eben halt die Krankenkasse nicht, was wir gemacht haben. Also es ist schon wichtig, aber es nervt. Sein Beruf, so sagt Matthias Krüger, wird immer mehr zum Albtraum. Und das liegt nicht nur an der Bürokratie. Gerade noch auf dem Gipfel des Erfolgs, gerade noch Privatbankier, und plötzlich steht Jürgen Röthig ohne Job da. Er hat 3 Kinder, die Familie ist auf sein Einkommen angewiesen. Es war natürlich beängstigend, nicht zu wissen, wie es weitergeht, weil in 2001, als das Ganze passiert war, gab es 0 Jobs in diesem Bereich. Das war beängstigend, weil ich bin Sohn eines Beamten und Zukunftssicherung war für mich wichtig. Und wenn die Zukunft komplett unsicher ist, hat man Angst. Und das war bei mir genauso. Dann die große Erleichterung. Jürgen Röthig bekommt einen Job an der Frankfurter Börse angeboten. Er wird Managing Director. Jetzt spielt er wieder ganz oben mit. Um Geld muss er sich keine Sorgen mehr machen. Das erste Firmenauto, was man sich komplett frei aussuchen durfte. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da sind Autos wirklich wichtig. Das war natürlich was. Und wenn man dann das allererste Mal mit diesem Auto vorfährt und alle sagen, boah, deine Karre, hat man natürlich Spaß in den Backen, logisch. Das sind so Statussymbole, da kann sich keiner von frei machen, dass einem das auch große Freude bereitet, was ja auch nicht schlimm ist. Isabella Wirth aus Wiesbaden ist Anfang der 90er Jahre eine der gefragtesten Fotografinnen Deutschlands. Normale Menschen wie Stars fotografieren, das war ihre Idee. Früher, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, hatte sie für ihre Arbeit eine Zeit lang ein eigenes Studio angemietet. Bis heute stehen hier Dinge, die sie mal angeschafft hat. Sie selbst war lange nicht mehr da. In diesem Raum hat sie unzählige Kunden fotografiert. Sie ist über Monate ausgebucht. Doch dann der Einbruch. Immer mehr Fotografen bieten Vorher-Nachher-Shootings an, oft zu günstigeren Preisen. Isabella Wirth ist nur noch eine von vielen. Ich war wirklich richtig stinkig. Ich war völlig frustriert, denn mir brachen ja auch die Kunden weg. In dem Moment brachen mir Kunden weg, weil das in ganz Deutschland konnte man diese Überschriftfotografie jetzt buchen. Zwar nicht der Stil, den ich hatte, aber ich habe mich überschätzt. Ich dachte, die Leute, denen geht es um den Stil, den ich habe bei den Porträts. Nein, es ging ihnen einfach nur darum, hübsch zu sein auf Fotos. Also ich habe mich überschätzt in dem Moment, ja. Es war natürlich auch meine Existenzgrundlage erstmal am sich auflösen. Ja? Und das ist ein Albtraum für jeden freischaffenden Künstler oder Selbstständigen. Halb 3 am Nachmittag. Im Klinikum Magdeburg ist Matthias Krüger seit 7 Uhr bei der Arbeit. Eine Pause hat er noch nicht gemacht und auch nichts gegessen. Stress und permanenter Druck sind Teil seines Berufs. Daran gewöhnen kann sich der Oberarzt nicht. Es geht ja immer auch um Menschen und das ist auch gut so, darum haben wir diesen Beruf ja auch gewählt. Und man hat ja immer im Hinterkopf, dass auch das, was man macht und auch um Leben und Tod gehen kann. Und da ist der Stresslevel schon relativ hoch. Während der Arbeit kommt man nicht dazu, diesen Stress irgendwie zu kanalisieren, der ist da. Und man kann ja jetzt nicht einfach sagen, nee, jetzt ruhe ich mich mal aus und lege mich mal eine Stunde hin, ist halt nicht drin. Man merkt ihn eigentlich erst, wenn der Tag vorbei ist und man zur Ruhe kommt. Dann merkt man, wie einem die Last abfällt des alltäglichen Stresses und dann man so ein bisschen zusammensackt. Wenn der Stress abfällt, will Matthias Krüger am liebsten alleine sein, um sich zu erholen. Für seine Familie bleibt da wenig Zeit. Gemeinsame Unternehmungen mit den 3 Töchtern und Lebensgefährtin Kerstin sind eher die Ausnahme. Lacke. Er wirkt schon ziemlich gestresst, wenn er von Arbeit kommt und ist halt entsprechend abgespannt und hat schon also wenig Lust und Zeit, sich dann noch um die Familie zu kümmern. Das merkt man schon. Also er erzählt zwar kaum über seine Arbeit oder über Belastungen, aber er braucht schon seine Ruhe für sich. Und er wird halt zunehmend also ungeduldiger oder wenn man nicht gleich alle Sachen zu Hause erledigt hat. Das fällt mir schon mehr auf. Also das verstärkt sich schon. Es gibt auch Schlafstörungen, die man hat. Das heißt Schlafstörungen in dem Sinne, dass man nicht ganz durchschläft. Das Patienten, die ich hatte, dass man da nachdenkt, ist jetzt dass die Behandlung gut gelaufen, schafft der Patient das? Habe ich alles richtig gemacht und das belastet mich dann schon. Und das nimmt man auch mit nach Hause. Erst sah alles so gut aus. Sicherer Job, Ansehen, das große Geld. Doch schon nach einem Jahr an der Börse fühlt sich Jürgen Röthig wie im goldenen Käfig.
Goldener Käfig heißt, dass ich inhaltlich Dinge machen musste, die mich nicht interessiert haben. Ich war überhaupt nicht ausgelastet. Ich hatte also Zeit, im Büro zu verbringen, weil ich halt der Vorgesetzte war. Und es hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet. Bore-out-Syndrom, so nennt man diesen Zustand der permanenten Unterforderung. Jürgen Röthig langweilt sich jahrelang. Ich habe gechattet, ich habe wahrscheinlich den höchsten Teekonsum gehabt, der in Frankfurt war, weil ich mich natürlich dann mit Kollegen und Kolleginnen getroffen habe, mit denen ausgetauscht habe. Aber ich habe nicht viel gemacht, was man wirklich unter das Thema Arbeit fassen müsste. Der Normalbürger denkt gerade, was ist denn der, was für ein Vogel? Der hat einen Job, wo er viel Geld verdient, hat nichts zu tun. Das ist wahrscheinlich das, wo 80% der Arbeitnehmerschaft sagen, so einen Job hätte ich auch gerne. Aber wenn man ein anderer Typ ist, ist das kein Traumjob, sondern ist genau das Gegenteil. Das ist wie ein Sportler, der gezwungen wird, sich hinzustellen und nichts zu tun. Der wird auch bekloppt. Im Laufe der Jahre lässt sich Isabella Wirth immer wieder neue Projekte einfallen. Sie erlebt ein ständiges Auf und Ab. Den großen Erfolg von früher erreicht sie nicht mehr. Als sie Fotografin wurde, vor 30 Jahren, ging es noch um echtes Können, um einen besonderen Blick, um den Einsatz von Licht und Schatten. Fotos auf diese Art zu gestalten, das war einmal etwas, was nur wenige konnten. Etwas, was ihre Kunden gewürdigt haben. Doch seit man Bilder auch nachträglich digital bearbeiten kann, hat sich alles geändert. Durch diese unbegrenzten Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung waren Fotografen in der Lage oder verführt, nicht mehr genau wahrzunehmen, nicht mehr genau zu sehen, sondern ach, Photoshop, hinterher kann ich das alles noch retuschieren und so machen, dass es passt. Das heißt, vielfach wurde die Qualität der Fotografie nicht mehr geschätzt, auch vom Kunden nicht. Die Wertschätzung der Fotografie ging für mich dadurch auch verloren oder das pure Handwerk sozusagen. Sie selbst bleibt ihrer Art zu arbeiten treu, nutzt Photoshop so wenig wie möglich. Doch die Konkurrenz ist groß, seit es so einfach geworden ist, Bilder zu bearbeiten. Das große Geld von damals macht Isabella Wirth längst nicht mehr. Die Preise sind eingebrochen, massiv. Als ich anfing zu fotografieren, hat ein Jungfotograf in der Werbung 2.400 D-Mark am Tag verdient. Heute ist ein gestandener Wiesbadener Fotograf, muss schauen, dass er seine 1.400 Euro hat, ja, nach 20, 30 Jahren Berufserfahrung. Differiert bestimmt auch und dann arbeiten viele für 400, 500 Euro, 200 Euro. Das geht immer schön nach unten. Als Matthias Krüger Arzt wird, hat er hohe Ideale. Menschen zu heilen, das begeistert ihn bis heute. Doch die Bedingungen in den Krankenhäusern haben sich verändert. Man hat den Patienten nicht mehr so im Fokus. Man hat sondern mehr so andere ökonomische Kennzahlen im Hintergrund, die man auch mit beachten muss. Nun ist natürlich ein Krankenhaus auch, und so ehrlich müssen wir sein, auch ein Wirtschaftsunternehmen und muss am Ende des Monats auch eine gewisse oder am Ende des Jahres auch eine gewisse positive Bilanz haben. Und das bleibt natürlich den Ärzten nicht verborgen, und der Druck, der da auf die Ärzte gemacht wird, der ist schon enorm. Dass Krankenhäuser gewinnorientiert arbeiten müssen, ist in Deutschland eine Entwicklung der letzten 20 Jahre. Eine Entwicklung, die Patienten verunsichert, aber auch Ärzte. Da zählen mitunter CMI, das ist also sozusagen so ein Case-Mix-Index, also wie viele Punkte kriegt man für einen Patienten, oder eben halt die Verweildauer eines Patienten, also wie lange ist er hier, oder letzten Endes auch die Anzahl der Fälle mehr als die eigentliche Qualität der ärztlichen Leistung. Und das betrübt einen ein wenig, weil man eigentlich Mediziner geworden ist, um zu heilen und sich nicht um solche ökonomischen Fragen kümmern zu müssen. Wie teuer ist eine Behandlung? Was kostet der Einsatz eines bestimmten Gerätes? Die Frage der Finanzierbarkeit ist immer im Hinterkopf. Auch wenn Matthias Krüger sich genau diese Gedanken gar nicht machen möchte. Für mich ist der Mensch das, was an erster Stelle steht. Und das haben wir auch geschworen in unserem hippokratischen Eid. Bei uns spielt die finanzielle Situation des Patienten, soll keine Rolle spielen und spielt auch keine. Ja, und damit spielt auch die finanzielle Situation des Hauses bei der Therapieentscheidung, die ich treffe, auch keine Rolle. Sollte jedenfalls nicht. Doch der Druck wird immer größer. Irgendetwas muss sich ändern. Jürgen Röthig hat sich mit seinem Sohn Finn zum Sport verabredet. Nach 3 Jahren an der Börse macht er einen radikalen Schnitt. Er kündigt, lässt die Finanzbranche komplett hinter sich, ohne neue Perspektive.
Finn erinnert sich an den Tag, als Papa plötzlich den sicheren Job schmeißt. Ich dachte erst, die Midlife-Crisis kommt jetzt vielleicht ein bisschen früher als erwartet. Aber er war jetzt die Jahre zuvor nicht so wirklich happy und von da an wirkte es dann auf ihn wie eine kleine Erlösung. Aber natürlich war ich als Sohn erstmal geschockt. Wenn man so der Papa ist, der so erfolgreich ist und dann plötzlich sagt, du, das war's jetzt und ich fange jetzt wieder von vorne an, das ist für die Kinder, glaube ich, auch eine gar nicht schlechte Lehre, dass das Leben nicht nur in eine Richtung verlaufen muss, sondern dass man mehrere Richtungen einschlagen kann und dass es trotzdem irgendwie geht. Ein halbes Jahr nimmt er sich Zeit, überlegt, wie es weitergehen soll. Dann entscheidet er sich für den radikalen Neustart. Er macht eine Ausbildung zum Heilpraktiker. Mit Mitte 40 drückt er nochmal die Schulbank, lernt für einen Beruf, der weder gut bezahlt ist, noch Aufstiegschancen bietet. Den Schritt, den er gemacht hat, finde ich, den machen nicht viele. Ich glaube, viele quälen sich durch, machen es wegen dem Geld. Und dann wieder rauszugehen, wieder anfangen, Türklinken zu putzen, finde ich, ist menschlich was Beachtlicheres als im Job, sich die letzten 10, 20 Jahre noch durchzuquälen. Isabella Wirth hat ihren Lebensstandard reduziert. Der Porsche, den sie mal gefahren hat, ist lange schon verkauft. Sie fragt sich, was ihr wirklich wichtig ist. Gerade in Zeiten, in denen der Job keine Erfüllung bietet. Ihr Nachbar Bruno hat seinen Traumberuf gefunden. Als Kunstmaler. Nebenher arbeitet er Teilzeit als Kellner. Für ihn ist dieser Lebensstil die große Freiheit. Ja. Jeden Morgen bin ich frei bis 16 Uhr. Ich stehe auf, wann ich will. Ich mache, was ich will, wie ich will. Ja. Und das ist unbezahlbar. Ich habe Zeit für mich. Und du verkaufst dich noch nicht mal mit deiner Arbeit. Und ich verkaufe mich nicht, ja. Und ich verdrehe mich nicht. Das ist mein Gefühl, ja. Vielleicht, ja. Das ist eine richtige, bei ihm wie bei mir, eine richtige Lebenshaltung. Dass wir, also ich habe genug gekostet, viel zu haben. Und mehr als genug zu haben. Und ich muss das nicht weiter kosten, weil es hat mir nichts gebracht für mein Leben. Ein Chirurgenkongress in Nürnberg. Matthias Krüger wünscht sich, dass sein Beruf wieder attraktiver wird. Wenn nicht für ihn selbst, dann zumindest für den Nachwuchs. Er engagiert sich für Medizinstudenten. Ob diese Lobbyarbeit aber wirklich etwas bringt? Das Interesse an seinem Vortrag ist gering. In die Chirurgie gehen, das ist für viele junge Ärzte nicht mehr interessant. Wir haben den Beruf gewählt, weil wir Spaß haben an dem Beruf, weil wir denken, dass wir in diesem Beruf etwas bewegen können. Und wenn wir dann allerdings feststellen, dass wir relativ wenig an den Arbeitsbedingungen de facto ändern können, dann ist das schon frustrierend. Aber ich denke, wir müssen unsere Stimme erheben und sagen, wo es klemmt und wo die Dinge zu bearbeiten sind. Denn wenn wir das nicht machen, dann geht das immer so weiter. Dann ist irgendwann mal Stillstand und alle sind zufrieden. Aber wir sind nicht zufrieden. Und viel wichtiger ist uns eben halt auch, dass die Generation, die in den nächsten Jahren die Versorgungsqualität zu schultern hat, auch gefragt wird. Mit seinem Frust ist Matthias Krüger nicht alleine. Doch öffentlich darüber sprechen, das wollen die wenigsten. Ich denke, es liegt immer noch so ein bisschen an dieser Scham, etwas offenzulegen oder an einer Nestbeschmutzung in Anführungsstrichen, dass man etwas sagt, was man eigentlich denkt, aber wovor man Angst hat, dass man da Nachteile erwarten kann oder erwartet. Ich will nicht sagen, dass das gang und gäbe ist, aber es kann schon sein, dass einem die Karriere dann ein wenig langsamer oder steiler oder stolpriger verläuft, als wenn man einfach so mitspielt. Der ehemalige Börsenmann und Privatbankier Jürgen Röthig will als Heilpraktiker neu anfangen. Er gibt alle Sicherheiten auf, lernt 5 Jahre lang, bis er fertiger Osteopath ist. Dann eröffnet er eine Praxis in Oberursel und wartet auf Patienten. Ich war naiv. Ich dachte, Mensch, jetzt kannst du viel. Du hast dich wirklich gut vorbereitet. Du hast viele Dinge gelernt. Du bist ein seriöser Typ. Das wird schon laufen. Lief aber nicht. Im ersten Monat hatte ich genau einen Patienten, obwohl wir eine Eröffnungsparty gemacht haben, wo 100 Leute da waren. Und im zweiten Monat waren es dann 3. Und im dritten Monat dachte ich, es hat sich die erste Zeit wirklich überhaupt nicht entwickelt und ich war extrem frustriert. Ich hatte also geglaubt, meinen Traumjob gefunden zu haben. Aber nachdem ich glaubte, er wäre da, war der Job ein Albtraum, weil keiner von mir wissen wollte und ich diesen Job nicht anwenden konnte. 2,5 Jahre kommt kaum ein Patient in seine Praxis. Wieder will Röthig arbeiten und hat nichts zu tun. Erst kurz davor aufzugeben.
Die ständigen Höhen und Tiefen, der Kampf um die Anerkennung der Kunden, die Unsicherheit, all das strengt die selbstständige Fotografin Isabella Wirth mehr und mehr an. Sie sehnt sich nach Stabilität und ahnt, dass es dabei nicht nur um äußere Veränderungen geht, sondern auch um eine neue innere Haltung. Hallo. Auf Mallorca trifft sie Christian Meyer. Er leitet Seminare und hilft Menschen bei der Selbstfindung. Er hilft ihnen dabei, innerlich ruhig zu werden. Einfach nur da zu sein. Und wenn der Verstand leer wird, dann hat man eine andere Art der Wahrnehmung. Dann geht man alle praktischen Projekte mit einer tiefen Gelassenheit an. Und der Verstand ist immer dann, wenn er nicht gebraucht wird, still. Still werden, sich selbst reflektieren. Dafür nimmt sich Isabella Wirth jetzt häufiger Zeit. Sie spürt, dass sie diese Veränderung braucht. Diese Gedanken, die das sind, die Zweifel, ist das gut genug, sind die Kunden damit zufrieden? Mache ich das richtig? Ach nee, vielleicht sollte ich es doch wieder anders machen. Das ist ja keine Gelassenheit und kein zentriertes Verfolgen deiner eigentlichen erfreulich oder freudemachenden Idee eines Fotoprojekts. Das stört dauernd. Das sind wie Blitze, die dauernd da hineinfunken. Das ist definitiv so, dass das abnimmt, ja? Dass eine innere Ruhe und Gelassenheit wesentlich mehr da ist als zuvor. 10:30 am Abend. Matthias Krüger hat Dienst. Seit 7 Uhr und noch bis zum nächsten Morgen um 8. In der Nacht ein Notfall. Ein Patient mit Darmkrebs muss schnell in den OP. Ich bin angespannt, weil es ist eine Operation, die nicht gerade früh morgens um 8 stattfindet, sondern jetzt, wie gesagt, um 23 Uhr. Der Tag war anstrengend, aber nichtsdestotrotz geht es jetzt, die Nerven beieinander zu halten und sich zu konzentrieren. Wenn Matthias Krüger operiert, ist er in seinem Element. Und trotzdem, der Job als Chirurg entwickelt sich für ihn immer weiter zum Negativen. Und das liegt nicht an seinem Arbeitgeber, dem Klinikum Magdeburg, sondern dem Gesundheitswesen. Er macht sich Sorgen, fragt sich, was noch auf ihn und seine Kollegen zukommt. Was ich nicht will, ist, dass sich die Rahmenbedingungen für uns Chirurgen weiter verschlechtern. Das könnte dann für die Chirurgie und für die Medizin im Allgemeinen der Super-GAU sein. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Entscheidung des einzelnen Krankenhauses an sich, es ist, sondern für mich auch eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung. Wir müssen ehrlich sein und müssen sagen, was kostet uns die moderne Medizin? Und das ist natürlich nicht immer populär, weil das wird etwas kosten und es wird mehr kosten, als wir uns das jetzt vorstellen können. Guck mal hier, ja, da würde ich dich fotografieren. Und zwar mitten hier auf der Straße. Mit drauf, ja. Man muss manchmal sein Leben riskieren für was, ne? Also für schöne Fotos. Auf Mallorca fotografiert Isabella Wirth eine langjährige Kundin. Die beiden kennen sich aus Isabellas erfolgreichster Zeit. Das erste Shooting haben sie vor 25 Jahren gemacht. Jetzt ist Silvia 73. Reifere Modelle zu fotografieren, die Idee für dieses Projekt hatte Wirth vor ein paar Monaten. Es ist ein neuer Zugang zu ihrem Job, eine Richtung, die zu ihrem Anspruch passt. Was fantastisch ist bei der Arbeit mit den Älteren ist, dass es sich hier schlichtweg verbietet, Photoshop einzusetzen, weil sonst das Ganze an Reiz und Spannung verlieren würde. Also hier ist es gerade so, dass ich gut zeigen kann, das ist die Person, so sieht sie jetzt aus und jedes Fältchen darf da bleiben, wo es ist. Okay. Ich habe meinen Spaß daran und warum soll man, wenn man älter ist, nicht auch sagen, ach, jetzt gucke ich mal, jetzt probiere ich mal, was kann ich noch aus mir herausholen lassen. Und ja, es kommt immer was Tolles raus, was Isabella macht. Den großen Schritt gewagt, neu angefangen und dann kommen keine Patienten. Als Jürgen Rötig kurz davor ist aufzugeben, bekommt er Besuch von seinem Freund Uli. Der ist Unternehmensberater und ermutigt ihn, dran zu bleiben. Es gibt doch Osteopathen, alles wie Sand am Meer. Und du musst ja erstmal deinen Namen schaffen, dass du ein guter Typ bist, dass du was leistest. Und das muss ich erst rumsprechen. Das dauert 2-3 Jahre. Und alles andere wäre eine völlige Überraschung. Er läuft ja auch nicht über Wasser. Es gibt kein Business, wo du kommst, siehst und siegst. Speziell nicht in der Dienstleistungswelt. Speziell nicht, wenn es etwas ist, was es schon gibt. Das ist ein Marktmechanismus, der da ist. Und dieser Marktmechanismus braucht Zeit. Du bist ein verwöhnter
Sack, bei dir lief es im Berufsleben immer super und du hast Dinge immer schneller erreicht, als es eigentlich normal war. Das geht aber nicht immer. Du bist kein Erleuchteter, sondern du bist nur jemand, der was kann und du musst dich genauso wie jeder andere im Markt durchsetzen. Und Jürgen Rötig setzt sich durch. Nach 2,5 Jahren der ersehnte Durchbruch. Die Praxis läuft. Dach, das nennt sich Dach. Etwas ganz Neues anfangen. Für Matthias Krüger kommt dieser Schritt aktuell nicht in Frage. Das finanzielle Risiko ist ihm zu hoch. Es fehlt eine Alternative. Und noch gibt es die Momente, die ihn daran glauben lassen, im richtigen Beruf zu sein. Traumjob ist das Fachgebiet Chirurgie. Das mache ich nach wie vor extrem gerne. Es fasziniert mich, es macht Spaß zu arbeiten. Albtraum wird für mich der Beruf dann, wenn also die ökonomischen Zwänge überhand nehmen. Ich möchte nicht am OP-Tisch stehen und immer wieder fragen, ob ich das oder dieses Instrument nehme, ob das am Ende bezahlt wird oder nicht. Ich will mich sondern auf den Patienten konzentrieren und auf den, dass der Patient die Therapie bekommt, die er verdient. Egal, was es für ein Patient ist. Und egal, ob sich das jetzt rechnet oder nicht. Sollte das einmal nicht der Fall sein, dann ist das für mich ein Albtraum und dann will ich auch nicht mehr Arzt sein. Isabella Wirth ist zurück in Deutschland. Mit neuen Perspektiven. Auch für ihren Beruf. Wow. Dieser Raum inspiriert auch. Und das ist das Wichtige. Dieser Raum, da hat etwas in mir angeklingelt. Ja? Da hatte ich Bildideen plötzlich, neue. Das Projekt mit den älteren Models läuft gut an. Jetzt sucht sie ein neues Fotostudio für ihre Shootings. Vielleicht will sie in Zukunft auch Seminare anbieten. Anderen das pure Handwerk vermitteln, das sie so liebt. Die Bedingungen für Fotografen sind weiterhin schwierig. Aber im Unterschied zu früher macht sich Isabella Wirth jetzt weniger Sorgen. Für sie fühlt es sich an wie ein neuer Anfang. Wir sind ja alle ein Ausdruck dessen, was wir in uns drin sind. Und in mir wird es immer lebendiger und gleichzeitig immer stiller. Also nicht dieser Terror, der ich sollte, ich muss, hoffentlich ist der Kunde zufrieden. Das fällt in sich zusammen, Stück für Stück. Und dadurch, dass der Blick weiter geworden ist, weiter und nicht mehr so eng, ist das schon etwas, wo ich sage, ja, die Fotografie wird sicherlich in einer sehr neuen, erfrischenden Weise mich weiter begleiten. Jürgen Rötig hat gewagt und gewonnen. Sein Kalender ist mittlerweile voll, die Praxis läuft. Gelangweilt hat er sich schon lange nicht mehr. Als Osteopath verdient er viel weniger Geld als früher, als er noch Privatbankier war oder Managing Director an der Börse. Aber neu anzufangen, diesen Schritt hat er nie bereut. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich tue etwas, was mir und dem Patienten etwas bringt. Der Patient steht auf, er sagt, mir geht es besser. Er hat ein besseres Leben für die Zeit. Im Bankenwesen habe ich jahrzehntelang Zahlen hin und her geschoben und was geblieben ist, sind Zahlen. Das hat wenig Nachhaltigkeit. Und obwohl ich jetzt wirklich kein Weltverbesserer-Typ bin oder irgendwas in der Art und Weise, ist das einfach der Job, wo ich mehr Befriedigung verspüre. Und das ist gut. Das Leben ist gut. So, das ist, glaube ich, das, was man maximal erreichen kann.